Ja, hallo und herzlich willkommen zum Steiermark-Heinz Sportstudio. Heute mit folgenden Themen. Wir machen einen Blick auf den Saisonstart in der Regionalliga Mitte mit den 7 steirischen Vereinen. Dann gibt es einen kurzen Ausblick auf die Modell-Kunstflug-EM. Die gibt es in Kapfenberg. Und dann geht es heute um Hapkido. Wir haben einen Doppelweltmeister in der Steiermark zu feiern. Ja, vielleicht etwas weniger gefährlich, aber nicht minder spannend. Das ist die neue Saison in der Regionalliga Mitte. Bei mir jetzt der Trainer des GRKs, Heinz Karner. Heinz, wir sind mit einem 3:1 in die neue Saison gestartet. Mit welchen Gefühlen, mit welchen Zielen geht es in diese Saison? Saisonaufschlag war sehr gut, ist uns sehr gut geglückt. Vor allem die zweite Halbzeit war so, wie ich mir das vorstelle. Ziel, ja, einfach ganz vorne mitspielen. Und wenn es für mehr reicht, wie der zweite, dritte Platz, nehmen wir es gerne an. Neben dem erst 15-jährigen Thomas Murk, der an seinem ersten Einsatz in der Kampfmannschaft bereits das wichtige 2:1 gegen Leoben geschossen hat, stehen Heinz Karner noch weitere Talente aus der Rotzen Kaderschmiede zur Verfügung. Bei der Zweiermannschaft sind sicher der eine oder andere noch drinnen, mit einem Häpflinger Benjamin. Der Thomas Murk freut mich sehr, dass er im ersten Spiel schon getroffen hat, aber er wird sicher auch noch die eine oder andere Tiefe mitmachen und da werden wir ihn sicher gut begleiten. Und ich glaube, dass er sicher ein absolutes Talent ist im österreichischen Fußball. Der vielgepriesene Neustart beim GRK wurde nun auch durch ein neues Präsidium umgesetzt. Ist der neue Präsident Benny Bittmann auch sportlich die richtige Lösung? Ich glaube, der Benny Bittmann ist sicher im Moment der absolut richtige Mann für diese Position und hat auch in der letzten Zeit jetzt gesagt schon, der kurzen Zeit, was er im Amt ist, dass er sehr gut arbeitet und die Mannschaft auch sehr guten Eindruck von ihm hat. Die Regionalliga Mitte scheint heuer ungemein ausgeglichen zu sein. Wo sieht Heinz Karner die Favoriten auf den Meistertitel? Absolut Austria Klagenfurt, Pasching und Blau-Weiß-Linz eher ganz vorn. Und natürlich gehört auch der GRK zum erweiterten Favoritenkreis. Und nach 30 hoffentlich spannenden Runden werden wir hoffentlich mehr wissen. Und damit zurück vom grünen Rasen auf die Matte und zu Hapkido. Ja, das sind jetzt die beiden Goldmedaillen Hapkido-Doppelweltmeister Peritz Muck. Gratulation erstens und wo hast du diesen Riesenerfolg gefeiert? Ja, in den USA. Also wir haben in Michigan, Battle Creek, war der Austragungsort von den 8. Weltmeisterschaften, Hapkido-Weltmeisterschaften. Ja, und ich habe mir gedacht, weil ich gute Beziehungen habe zu drüben, werde ich das einmal ausprobieren, damit ich mal sehe, wie das ist, weil es mir Spaß machen wird, auch in Österreich so etwas aufzuziehen. Wie ungewöhnlich ist es eigentlich, dass ein Österreicher in dieser doch fernöstlichen Kampfsportart Weltmeister, Doppelweltmeister wird? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich war drüben der einzige Österreicher, neben mir waren Schlangen von Nationen, ja, und ich stehe allein in der Reihe, das war für mich ganz witzig. Also ich glaube, dass man alles machen kann, wenn man es will. Im Vorfeld ist mir gesagt worden, okay, ja, das ist wahrscheinlich nicht zu schaffen. Deswegen habe ich es auch niemandem gesagt, dass ich das durchführe. Ja, und im Nachhinein sieht man, wenn man will, geht alles. Der Wille ist dann anscheinend sehr, sehr wichtig in dieser Sportart. Was ist überhaupt so deiner Meinung nach so das Wichtigste, das Charakteristische an dieser Sportart? Das Wichtigste, das ist die Ganzheitlichkeit vom Hapkido, insbesondere den Shinmo Hapkido, weil man eigentlich alles drinnen hat. Das heißt, man hat Atmungsmethoden, das heißt Kraft von innen aufbauen. Man hat dann natürlich körperliche Übungen, sehr viele Hebeln, Würfe, Griffe, Selbstverteidigung, auch später Waffen und so weiter. Das hat natürlich auch mit Respekt zu tun, das heißt, dass man die Geduld aufbringt, das zu lernen, den Respekt dem Meister gegenüber und so weiter. Also es ist eine Schulung. Es ist nicht nur, wie soll man sagen, also es ist jetzt nicht nur, man geht jetzt hin, macht einmal ein bisschen Sport in der Woche, sondern es ist schon mehr Lebenseinstellung, wenn man es richtig lernen will. Das heißt auch Do, Lebensweg quasi, bezeichnet das ganz gut. Was sind jetzt so neben deiner Trainertätigkeit hier in deiner Schule in Graz die nächsten sportlichen Ziele? Ja, das werden wir sehen. Jetzt möchte ich einmal das Ganze ein bisschen aufbauen, das Ganze. Sportliche Ziele gesteckt sind jetzt, dass ich mich im Stockkampf und so weiter probieren möchte. Dazu war ich auch in New York jetzt. Ja, und das Ganze ein bisschen aufbauen in Österreich. Das würde mir schon sehr Spaß machen.
Wahrscheinlich eine sehr unfachliche Frage, ich stelle sie trotzdem, ist sowas gefährlich? Schaut doch unglaublich gefährlich aus. Das kommt immer darauf an, in jeder Sportart, wie gut man vorbereitet ist. Ja. Das heißt, es wird natürlich darauf Wert gelegt, was ich am Anfang gesagt habe, dass man Respekt vor dem Gegner hat. Das heißt, es ist jetzt keine wilde Schlägerei oder Rauferei oder irgendwas, sondern es ist wirklich so, dass jeder weiß, auf was er sich einlässt und jeder weiß, wann Stopp ist. Und das ist ganz wichtig, dass man das erkennt. Und so sind Verletzungen ausgeschlossen im Kampf, aber natürlich im Training oder so, wird immer so weit trainiert, wie es jeder mag. Das heißt, so wird niemand gezwungen zu kämpfen, weil es ja eigentlich eine Selbstverteidigung ist. Und ja, so passieren eigentlich kaum Verletzungen, sicher weniger als wie in anderen Sportarten. Ja, Beren, sage ich herzlichen Dank und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Und wir gehen jetzt in die Luft. Steffi Lanz mit einem kleinen Ausblick auf die Modellkunstflug-EM in Kapfenberg. Die 15. Modellkunstflug-Europameisterschaft findet von 28. August bis zum 4. September auf dem Kapfenberger Sportflugplatz statt. Im Restaurant am Flugplatz wurde der Presse das Event näher vorgestellt. Es wird insgesamt 4 Vorrunden dargegeben, wo wir 68 Teilnehmer aus 25 Nationen erwarten, die auf den 4 Vorrundentagen einmal mitfliegen werden. Und es wird dann am Freitag, den 3. September und Samstag, den 4. September, ein Semifinale und Finale mit den 10 besten Piloten geben. Wie kam es dazu, dass diese EM hier in Kapfenberg stattfindet? Da Kapfenberg eine hervorragende Infrastruktur für diese Veranstaltung bietet, einen Flugplatz ganz nahe zur Stadt ist vielleicht für die Bevölkerung manchmal eine Belastung, aber für so eine Veranstaltung ganz, ganz hervorragend geeignet, da die Wege für die Teilnehmer und für die Offiziellen bei der Veranstaltung ganz kurz sind. Im Anschluss an die Europameisterschaft im Modellkunstflug wird am Kapfenberger Flugplatz eine große Airshow veranstaltet. Also wir veranstalten vom KSV Motorflug am 5. September von 10 bis 17 Uhr eine Airshow. Bei dieser Airshow sind also ca. 70 Flugzeuge anwesend. Es wird ein tolles Flugprogramm geben mit der Weltmeister im Segelkunstflug, mit zukünftigen Airless-Piloten. Aber vielleicht zu diesen ganzen technischen Details wird Ihnen der Herr Siever kurz ein paar technische Daten der Flugzeuge geben. Ja, wie gesagt, wir haben hier den Patrick Strasser, den Anke Neres-Pilot von Red Bull, dann den regierenden Weltmeister in Segelkunstflug und noch weitere Kunstflüge von den Spinning Hawk und von Spitzerberg. Weiter viele Flugstaffeln, die aus der ganzen Welt kommen. Man kann sagen, es ist eine internationale Flugschau, die hier in Kapfenberg dann geboten wird. Ja, das war's jetzt. Waltl auf der Matte vom Steiermark 1 Sportstudio. Wir sehen uns beim nächsten Mal.